Herzlich willkommen und ein ganz fröhliches Hallo, einen Sonnengruß in diesen warmen Sonnentagen hier im Sprachgut-Podcast. Ich bin Sandra Manns und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Du kannst in diesem Podcast ganz viel erfahren und dir Anreize holen und Impulse holen zum Thema Dialog auf Augenhöhe, die gute Begegnung mit Menschen in deinem privaten und beruflichen Umfeld. Du kannst viel hören zum Thema emotionale Stärke und auch mentale Fitness. Was bewegt unseren Geist? Was hilft uns, um bestenfalls im Leben uns wohl zu fühlen, uns gestärkt zu fühlen, auch uns ein Stück geschützt zu fühlen und Orientierung zu haben in den vielen, vielen Begegnungen mit Menschen an jedem einzelnen Tag. Ich möchte heute mit dir über den Dienstag sprechen, den Dienstag, ein Tag in der Woche, den du dazu auserkoren könntest, zu sagen, dienstags nicht. Und was dienstags nicht geschehen soll, das kannst du selbst bestimmen. Ich möchte dich heute auf die Idee bringen, ein paar deiner Muster, entweder Verhaltensmuster, Gedankenmuster, emotionale Muster, einfach mal zu erkennen und diesmal ein bisschen freundlich drauf zu gucken, nicht so mit sich selber zu schimpfen, sondern zu sagen, sag mal, was mache ich eigentlich am Tag so oder sehr häufig, was denke ich häufig, wie fühle ich mich häufig, was mir nicht gefällt. Also zum Beispiel, ich grüße jemand und jemand grüßt nicht zurück und dann bin ich beleidigt, weil der mich nicht gegrüßt hat, zum Beispiel. So. Oder zwei Kolleginnen stehen zusammen und ich komme dazu und höre, wie die über eine vierte Kollegin oder einen Kollegen nicht so gut reden. Oder ich komme in eine Situation, wo über einen Kunden nachteilig oder unfreundlich gesprochen wird, weil der mir vielleicht zu anspruchsvoll oder zu fordernd ist. Oder ich bekomme mit, wie zwei sich über eine dritte Person unterhalten und die durchaus auch persönlich abwerten. Also im Volksmund und in der Umgangssprache nennt man das vielleicht auch mal lästern oder sowas. Und ich finde tatsächlich ein bisschen lästern auch gar nicht so schlimm, aber es braucht unbedingt ein Maß. Warum? Menschen, die zu viel klagen, lästern oder andere Menschen abwerten, also ob persönlich oder in der Leistung, die erheben sich über jemanden oder etwas. Und wenn du dich größer machst als den anderen oder den anderen kleiner machst und dich größer, dann bist du in der Haltung, ich bin okay und du nicht. Oder du bist in der Haltung, ich bin nicht so okay, aber du. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ein Gefälle und der Dialog auf Augenhöhe will immer, dass sich Menschen wirklich auf Augenhöhe menschlich in der Wertschätzung, im Grundrespekt, im Interesse für eine gemeinsame Sache einander begegnen und sich auch entsprechend in dieser Qualität dazu austauschen. So, jetzt ist das gar nicht so einfach zu sagen, ja gut, aber ich bin halt so, ich bin auch eine Frohnatur und es ist ja auch nicht schlimm und so. Ja, das stimmt, aber beobachte doch mal wirklich, wie oft das vorkommt, wie schnell du dich verleiten lässt, von wem du dich verführen lässt und wie oft du selbst vielleicht sogar damit beginnst, über andere Menschen nicht so gut zu reden, nicht so freundlich und dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle amüsierst. Wenn du sagst, tatsächlich neige ich ein bisschen viel dazu, ich könnte das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen regulieren, dann brauchst du erstmal den Sinn dafür. Warum solltest du das tun? Das ist ganz einfach. Wenn du viel über andere Menschen sprichst, kannst du davon ausgehen, dass auch über dich viel gesprochen wird. Und prüfe die Ereignisse in deinem Leben, in denen dir das bestimmt schon passiert ist, in dem dir dann vielleicht auch irgendwann mal was zu Ohren gekommen ist, und wo du enttäuscht warst oder auch gekränkt warst, wenn dein Vertrauen missbraucht wurde oder wenn du sagst, na jetzt in der habe ich mich jetzt aber getäuscht oder in dem. Und wenn wir das nicht mögen und nicht schätzen an anderen Menschen, dann ist es natürlich auch gut, wenn wir diese Muster in uns selbst entdecken und zumindest es regulieren können, wenn es überhand nimmt. In ganz vielen Trainings und Seminaren überlegen wir immer miteinander, gut, wie kann man es denn stoppen?
Und ich rede natürlich dann auch nicht gern mit vielen Leuten darüber. Ich gehe ja nicht rum und sage, ja, oh Gott, ich bin so eine Lästertante. Also wie machst denn du das? Ne? Also wie viel lästerst du, wie viel nicht? Sondern das ist ja etwas, was wir eher so mit uns selber ausmachen. Und wenn du dieses Muster mal kritisch reflektieren willst und vielleicht auch etwas in ein anderes Gleichgewicht bringen willst, kannst du einfach sagen, und zwar innerlich, okay, ich will das mal testen, ob ich es merke, wenn es soweit ist, ob ich registriere, wie oft, wie lang, in welcher Intensität ich mich da verführen lasse. Und erst wenn du es merkst, wenn du es in dein Bewusstsein bringst, kannst du Einfluss drauf nehmen, wenn du möchtest. So, und jetzt kannst du sagen, ich darf jeden Tag wie immer, nur dienstags nicht. Also dienstags nicht. Wenn es zu viel ist, kannst du sagen, Dienstagvormittag oder Dienstag zwischen 11 und 1 nicht. Und dann versuch das mal, dass du dich dabei, ja, ich sag jetzt mal, erwischst, wie du dienstags mit jemandem zusammensitzt oder zusammenstehst oder dich austauschst, digital oder auch persönlich, und dir dann auffällt, ah, shit, heute ist Dienstag. Und dann sagst du zu deiner Gesprächspartnerin, zu deiner Freundin, zu deiner Kollegin, zu deinem Freund, zu deinem, weiß ich nicht, mit wem du da gerade zusammen bist, oh, heute ist Dienstag. Ich mach heute mal nicht mit. Heute ist Dienstag. Heute mache ich nicht mit. Und stell es dir nur vor, wie dein Gegenüber dich angucken würde und würde sagen, wie dienstags nicht. Und du sagst, ja, es ist alles in Ordnung. Ich probiere nur etwas aus. Also nicht wundern, morgen bin ich wieder ganz normal. Ich möchte nur etwas bei mir selber ausprobieren. Ich stelle mir diese Szene unglaublich lustig vor und ich kann mir sogar vorstellen, dass aufgrund von so einem Gedanken, einem Impuls, ein ganz guter Austausch entstehen kann mit meinem Gesprächspartner oder Dialogpartner zu diesem Thema, zu sagen, sag mal, wie ist das eigentlich bei dir? Merkst du das noch? Ist dir das wichtig, es zu merken oder ist es irgendwie egal oder was ist da eigentlich los? Ich wünsche dir für die kommende Woche tatsächlich total viel Freude und Lust und Abenteuergeist dabei, solche Momente zu entdecken. Du kannst natürlich auch den Mittwoch, den Donnerstag oder den Montag oder den Freitagabend nehmen. Es ist völlig egal. Es geht nur darum zu sagen, ich möchte mein Muster erkennen und vielleicht möchte ich es manchmal auch brechen und ich möchte wieder Einfluss haben auf meine Gedanken und mein Reden in bestimmten Situationen. Ich wünsche dir Spaß dabei. Ich würde mich wirklich unglaublich freuen, wenn du dazu etwas uns schreibst. Auf der Webseite oder auf Facebook oder in den sonstigen sozialen Medien, melde dich bei uns. Gib uns Rückmeldung, was du erlebt hast, was du ausprobiert hast, ob du vielleicht mit jemandem drüber diskutiert hast. Der erste Schritt ist immer etwas, sich selbst etwas bewusst zu machen. Und erst im zweiten Schritt kann man etwas ausprobieren. Und die gute Nachricht ist, du kannst das total heimlich machen. Keiner muss das mitbekommen. Du kannst es für dich machen. Wenn es schief geht, macht nichts. Es merkt keiner. Es ist nur alles beim Alten. Aber wenn es dir gelingt, kannst du beobachten, wie es dir damit geht. Ich wünsche dir gute Ereignisse, gute Erlebnisse und einen total schönen Austausch darüber. Hab ganz viel Freude und bis ganz bald, die Sandra.